und herzlich willkommen zu einem weiteren Pferdekauf am Mittwochs-Update. Diesmal mit dabei ist die Lena. Hallo. Wir wollen uns auf jeden Fall heute zumindest für mich eins der neuen Clydesdales, der Runenstein-Clydesdales, kaufen. Nur vorab, ich werde mir insgesamt beide kaufen. Auf dem Account hier werde ich mir das Petra nämlich jetzt holen. Können ja schon mal hingehen. Und auf meinem zweiten Account werde ich dann aber auch nochmal einen Pferdekauf machen. Dann werde ich mir nämlich den dunklen Erinis holen. Ich weiß gar nicht, wie man überhaupt ausspricht. Erinis oder Erin? Gesundheit, wenn es einer versucht. Ja, auf jeden Fall werde ich zu beiden Pferden einen Pferdekauf machen. Wir werden uns die vernünftig angucken. Also braucht ihr euch keine Sorgen machen. Aber heute fange ich natürlich mit der guten Seite hier an. Heißt es ja zumindest. Die böse Seite. Ja, die böse Seite. Kommt zur Leitzeit. So. Ich würde mal sagen, den irren langen Text werde ich jetzt euch nicht vorlesen. Petra kommt mit Level 1 und 3 Stärke, 2 Disziplin, 0 Geschwindigkeit, 0 Ausdauer, 2 Agi, Kälte beständig und kostet 750 Starcoins. Finde ich natürlich wunderbar, dass das Pferd nicht zu teuer ist. Dass sie auch die üblichen Preise annehmen. Natürlich keine Spezialanimation, ist natürlich ein Clydesdale. Clydesdales haben auch keine Spezialanimation. Was mir übrigens aufgefallen ist, Lede, die haben nicht die normale Clydesdale-Mähne, die haben diese lange Wildpferdemähne drauf. Ja, das habe ich vorhin auch von Bella gehört. Also ich muss sagen, in der normalen Form finde ich das nicht schlimm, dass dann die Mähne sozusagen da dran klebt, weißt du, wegen Moos ein bisschen dran paften. Ja, ja. Mindestens bei der Light-Version, aber ich finde es halt als normale Pferde halt so schade, dass die dann sich ja null bewegt, ne? Ja. Aber das ist auch nicht meckern auf hohem Niveau, nenne ich das immer. Also so meine eigene Meinung dazu. Rune. Mähne kann man übrigens auch nicht ändern. Bleibt so. So. Runestone wird nämlich mein erstes Pferd hier heißen. Ich nur noch das S. Man konnte auch nur einmal bei einem, also bei einer magischen Pferdemähne ändern. Das war das allererste Easy-Modell. Ganz genau. Da konnte man das noch umändern, ob es als Bug gesehen ist oder auch nicht. Aber dann, ja. Aber und übrigens, das war ungewollt. Das kann sein, dass es ungewollt war. Aber der magische Pferdebutton, ne? Der kommt nächste Woche erst. Ihr habt es richtig gehört, der Button. Es wird einen Button geben, wo man sich halt zwischen der normalen und der magischen Form entscheiden kann. Der kommt erst nächste Woche. Aber übrigens, wunderschön, wie die hier diese Runensteine hier, Fragmente oder Bruchstücke dieser Runensteine hier mit hinzugefügt haben. Auch wo die Pets auch drauf stehen. Warte mal, die Kleinen möchten die wilden Flammen aufgehen sehen. Was? Was? Okay. Flammen aufgehen sehen. Okay. Ah, gut. Also ein Feuerteufel. Was jetzt zu dir, Niki? Du musst jetzt trotzdem eins kaufen. In der Aro bist du merk auch ein Feuerteufel. Merk schon. Das ist mein Pet eigentlich. Dieser drollige Kamerad wünscht sich nichts Ähnliches als Jovik aufblüht. Lass dich von einen kleinen Statur nicht täuschen. Mit dem Gegenteil, wenn man es rausliest. Können hier natürlich auch mal ein bisschen mal hier angucken. Ich bin gerade mal froh, dass hier auch gerade nicht zu viel voll ist, ne? Mal ein bisschen dran zoomen. Also, ich muss sagen, die Pets sehen auch wieder wunderschön aus. Ich finde natürlich ein bisschen happig, dass die 400 Starcoins. Damit kannst du dir einen Jorvik Starter Pony locker kaufen. Die sehen auf jeden Fall schön gemacht aus. Daran liegt es nicht, aber bei mir ist es einfach dran. Ich bin halt. Ich habe jetzt nichts gegen Kaninchen oder Hasen, ne? Also. Aber es sind halt nicht meine Pets halt. Da bin ich mehr so der Fuchs und Wolf oder Eulentyp. Die sehen schon schön aus. Also daran liegt es. Aber es ist einfach nicht das richtige Tier. Wenn es ein Fuchs gewesen wäre, wärst du wahrscheinlich um 800 Starcoins ärmer, oder? Ja. Weil ich habe ja meinen Mondfuchs. So, dann würde ich sagen, gehen wir auch in den Stall. Ich habe schon ein Set vorbereitet. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, ob das genau passen wird, weil es ist sehr schwer, bei einem
grünlichen, steinfarbenen oder erdfarbenen und Blue Roan eine Farbe zu finden, die zu beiden passt. Und ich versuche es ja immer so zu halten, dass es beides irgendwie passt, ne? Dann zeige ich euch auf jeden Fall auch noch das Füttern, das Striegeln und die ganze Verpflegung. Und dann gehen wir einfach in die Reithalle. Da haben wir unsere Ruhe, da haben wir den Button, dass auch unsere Clubmitglieder nur sehen kannst. Dann können wir uns die beiden auch mal in aller Ruhe angucken. So. Muss ich meinen armen Tinker wieder wegpacken. Das Mystica-Set passt aber auch wunderbar drauf. Unglaublich. Der Tinker? Ja. So, Gott. Damit das irgendwie, auch wenn mein Image jetzt gerade wieder so mega voll geklatscht ist, gefühlt. Und dann ziehen wir jetzt mal für mich schon mal die Klamotten. Passt einigermaßen irgendwie zusammen. Vielleicht hätte ich noch eine andere Mütze gehabt, aber es ist. Bevor ich mir jetzt in meinem Kleiderschrank wieder zig Sachen angucke, nehme ich jetzt erstmal. So. Was ist Baby? Streicheln. So, das Striegeln. Wir gehen so ein bisschen unterm Bauch, weil wir ein bisschen klein sind, aber. Hufe auskratzen? Das passt fast sogar. Er guckt es natürlich auch sehr neugierig. Trinken. Was auch. Als hätte ich auch die Fressanimation. Also, das ist wirklich gleich eigentlich. So. Also, weg. Könnte sogar passen. Zumindest jetzt fürs Vorzeigen passt das schon recht gut. Oh Gott, das ist echt wunderschön. Ja, schön. Warte mal. Ein Träumchen. Weil die Blätter, zumindest bei meinem, sind an den Hufen sogar 3D. Sind nicht nur draufgemalt, manche. Also manche wagen da auch raus. Okay. Aber das kann ich ja gleich in Ruhe mal in der Reitarena zeigen. Da gucken wir unsere Schätzchen mal genauer an. Da können wir auch vielleicht nochmal die Ausrüstung doch nochmal runternehmen. Vielleicht ich angucken besser, ne? Ja. Ja, genau, in der normalen Form. Ach, stimmt ja, warte mal. Haha, magisch. Okay, normale Form, vielleicht eben Reitarena und vielleicht. Vergessenen Felder, da ist doch eh keine Sau. Stimmt. Dann machen wir das einfach so. Das ist eine wunderbare Idee. Gehen wir erstmal in die Reitarena. Mein Pferdchen, Klamotten doch. Ah, kreativ, Wildpferd. Oh, ein Moment, ich bin gleich da. Ich würde gerne irgendwie jetzt gerade kommunizieren, liebe Anita, weil ich bin gerade im Video, sorry. Hauen sie gleich und bewundern sie. Reitclub. So. Zeige ich auch mal eben ab, weil es gibt ja auch die Idle-Animation ohne Reiter. Dann warten wir mal auch auf die gute. Ja? Mal können wir uns das vielleicht ein bisschen angucken. Oh Gott, die krassen pinken Augen auch. Halleluja. Das ist mega. Hinten steht sie schon. Ja, schau mal, ich habe das Set vom Druiden draufgepackt, das blaue. Ich finde, das passt eigentlich ganz okay. Passt auch. Also, man merkt schon, dass es auch flauschig ist, zumindest beim Blue Roan sieht man auch die ganze Fellstruktur. Es hat so eine, kann man Blässe sagen? Eine ganz leichte vorne. Ob das mehr gräulicher Stich da ist. Ah, da haben wir einmal
Dunkle Irinis, was ich auch besonders bei dem schön finde, sind auch hier die geflochtenen Zöpfe hier an der Mähne, wo was mit Violett mit reingeht. Das hat man natürlich bei dem Petra nicht. Ich komme mit dem Namen Petra eben nicht klar, oder? Ich weiß auch nicht, ob man das in Schweden ein bisschen anders ausspricht oder dass sie den anderen Plan hatten. Aber gut. Gabi hat das eine mal irgendwie Petra gesagt. Oder Petra? In einem Dream, kann natürlich auch in Stream. Ich frage mich jetzt gerade, ob es hier als Rappe gilt, mit Braunstich hier auch besonders im Bauch, oder ob es weil hier an die Mähnenspitzen die auch wieder braun. Du bist der Pferdekenner von uns beiden. Ja, aber mit Farben, ich sag immer irgendwie eine Farbe manchmal, dann bin ich mir nicht sicher und dann gibt es direkt Kontra wieder in den Kommentaren. Nee, aber gut. Ja, hat man ja auch bei ab und zu bei diesem Blue Roan diese schwarzen Stielhaare. Also ich finde, von der Gestaltung her und von der Schattierung her und von den Bemuskelungen, ich finde es nicht schlecht. Also ich bin überrascht. Mein einziges Manko ist halt ein bisschen schade, dass die Mähne halt am Hals klebt. Ne? Ja. Ja gut. Warte mal, haben die beide unterschiedliche Mähnen? Oder wieso sehen die Struktur anders aus. Guck mal. Bei deinem sieht man mehr die Strähnen, also die dickere Strähnen. Bei mir ist alles so feiner und verwischter. Echt? Ich weiß es nicht. Irgendwie. Die Mähne? Dann die Mähne? War gleich. Die Mähne ist gleich, ja. Okay. Warte mal, krass, was man bei deinem Pferd. Auge ranzen. Oh, guck mal, bei deinem, da ist so ein, ja, so eine Art Muster im Auge. Okay, warte mal. Ja, richtig Pferd das mal krass. Mein lieber Scholli. Wenn dir die Pferde dann vor die Glubsche auf. Das meine auch? Ja, Tatsache, jetzt ist ja auch hier diese sieht im aus Auge. Wie Äderchen. Ja. Aber auch hier am Kopf, dass es hier im Backen hier noch mal flauschiger ist. Schon nicht schlecht, ne? Also auf jeden Fall die Idle-Animation, die Animation, wenn man nicht auf dem Pferd sitzt, beim Kleid ist der auch. Dann steigen wir einfach auch mal auf und dann gucken wir uns in aller Ruhe mal die Animation an, wie sie wirken. Ich habe ja schon mal ein Kaufvideo über das Kleid der gemacht. Einzige, was beim Kleid sehr halt mein absoluter Lieblingsfall ist, ist halt das Steigen. Aber das ist natürlich wieder so eine Sache, entweder man mag es oder man mag es nicht. Ab finde ich zum Beispiel wieder schön erhaben. Hufe hoch. Wirkt so wie so ein Paradepferd, ne? Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Oh, irgendwas stimmt ein Schweif nicht. Hast du das bei dir auch? Der rutscht irgendwie aus der Fassung raus. Man sieht hier so, auch, wo der Schweif... ich bin gerade kurz im Fotomodus. Also man sieht auch zum Beispiel, wo der Schweif nämlich sein sollte. Und der rutscht aber ab und zu vollkommen nach unten. Ja, das ist aber beim Friesen, wenn er sein Special-Ding da macht, im Kreis ja auch so. Aber haben die normalen Kleidzeits das auch, dass das irgendwie so ist? Boah, dann müsste ich mal nachgucken. Soll ich mal eins holen? Ja, das können wir ja vielleicht später machen. Oder später am Schluss dann. Aber, das ist natürlich schon ein bisschen belastend. Ich hoffe mal, dass der Bug irgendwie gelöst wird. Weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass der... Guck mal, in dem Galopp hat er es wieder nicht. Sitzt der Schweif da, wo er sitzen soll. Gehen wir mal schneller. Ja, und da ist er auch wieder normal. So, nur in diesem leichten Galopp. Ja. Abrupte Bremsen. Das ist ja kein Sliding-Stop so gesehen. Rückwärts zurück. Guckt er kein bisschen nach hinten, ne? Der vertraut dir voll und ganz. Ach, meine Babys. Ja, Leles Baby. Ah, steigen. Flop. Boah, da kommt die Staubwolke, ne? Echt? Boah. Flop. Bei den NSKs, ja, genau. Das stimmt nicht mehr ganz. Nee. Und verletzt noch das, bringen. Da habe ich irgendwas vergessen.
Dann würde ich mal sagen, gehen wir auf die vergessenen Felder. Ich hoffe mal, dass wir da unsere Ruhe so weit haben, dass wir auch euch die Verwandlung mal in Ruhe zeigen können, wie sie aussehen und wirken. Hilft einem sehr viel schon im Kaufvideo. Ich fühle mich wieder so langsam. Weil nur weil das gerade Level 1 ist und keine Ausrüstung drauf hat. Ja. Das merkt man übelst. Taub. Mann! Warte, da müssen wir lang. Da ist die Markierung. Ich finde die Fähnchen doof. Ich habe das damals auch immer ohne gefunden. Ah. Und da verwandeln wir uns auch schon. Eine schöne gerade Ebene finden. Oh, wunderschön. Du bist fast unsichtbar, ne? Wenn man von hinten auf dich drauf schaut. Echt? Gefühlt bist du wie so ein Dilo und Eisel, wenn du den Standardfarm lässt. Du könntest dich mit einem Neischen in Stein oder so, dich wird keiner finden. Haben wir hier das schönere gerade Fläche mal irgendwie mit rum? Oh. Die verwandelt. Kann auch nochmal absteigen. Also ohne Witz, das ist, wenn man mir sagt, das fährt per Details, dann weiß ich auch nicht weiter. Hier einfach mal die Steinmusterung an, das ist so krass. Und hier ja. Siehst du auch an den Köten, eigentlichen Kötenbehang, da sind auch die Blätter 3D-mäßig drauf. Also nicht da oben, sondern hier unten und weiter unten. Vorne. Und sogar auch hinten. Ja, die Blätter. Durch die krassen pinken Augen, die jetzt noch weiter rausleuchten. Hier mit dem Blüten. Ich glaube, ich bin blind. Siehst du die Blätter da nicht? Du weißt, was ein Kötenbehang ist, oder? Ja. Unten eine Fessel, hinten. Siehst du auch die Blätter? Und die sind auch 3D-mäßig. Die oben sind gemalt, aber da unten die gucken raus, die Blätter. Ich meine, Fotomodus. Die ganz großen Blätter gucken da unten heraus. Das sind ja so Spitzen. Ah. Ja gut, aber ob das so gewollt ist? Bei meinem sind ja auch die Spitzen da. Die haben es dann einfach nur ganz clever dahin gesetzt, wo... Ja klar, weil er da auch der Kütenbank ist. Aber ich finde ja schön, dass die das so gemacht haben halt, ne? Ja, das schon. Ja, mit das dem Moos und Blättern und Ranken. Auch der Schweif. Auch wenn der Schweif hier irgendwie komisch ist, halt so verrutscht. Was natürlich jetzt noch so ein Pluspunkt gewesen wäre, wenn so die Blümchen auch noch so ein bisschen 3D-mäßig gewesen wären. Auf die Und da finde ich bei dem Feld zumindest nicht schlimm, weil die Mähne soll ja auch als Moos dienen und dass die dann immer auf dem Pferd dran gemalt aussieht. Zumindest bei der Petra finde ich das jetzt nicht ganz so schlimm. Doch die Ruhen, die leuchten ab und zu auf, ne? Ja, die leuchten auf, glaube ich. Da wirkt das nur so. Also, wenn ich mich hier nicht vergucke, leuchten die immer, oder? Bei deinem wirkt es noch natürlich krasser. Ja, natürlich auch den sein. Farbkontrast. Das dunkel auf hell. Ist auch wunderschön mit den einzelnen pinken Diamanten auf dem Rücken, weil ich natürlich ein bisschen schade finde, wenn man dann Sattel und Decke drauf hat, dann sieht man das nicht ganz so doll. Aber auf dem Hinten. Auch wenn das hier aufgemalt ist an den Beinen, zum Beispiel die ganzen Steine halt, wirkt das hier echt. Das ja. Wirklich dran, weißt du? Das wird das wirklich dran. Ja. Also ich finde es mega schön. Hier hast du auch diese Diamanten in der Mähne. Ah doch. Hätte ich mir auf jeden Fall auch noch auf den Zweitdach. Wunderschön. Kann man ja echt mal sagen, das ist kreativ. Wir haben ja beide gehofft, wenn so elementarmäßig kommt, muss einfach Erde oder Stein oder irgendwas in der Art, muss ein Kleidstell sein. Oder hätte zumindest Feier sein müssen oder irgendwas anderes. Ne? So. Dann gucken wir uns jetzt noch die einzelnen Gangarten der verwandelten Form an. Also ich gehe ja hier gefühlt echt unter mit dem Pferd.
Ja, wenn ich mich irgendwo hinstellen würde, dass das Feld so richtig stillstehen würde, dann gehe ich echt unter. Oder Galopp, da geht der Schweif natürlich auch runter, leider. Es sieht aus, als wenn das so ein bisschen in die Popobacken rutschen würde. Mhm. Die Schuhe. Hopp. Ganz schön. Weil der ganz schnelle Galopp gefällt mir immer noch. Viele mögen den ja komischerweise nicht. Verstehe ich nicht. Den Jagdgalopp mag so, wenn die Pferde sich so richtig den Hals strecken und dann so losrennen. Allerdings. Das war richtig, die geben sich Mühe, die wollen vorankommen. Eigen. Ja. Ich muss sagen, im Groben und Ganzen gelungene magische Pferde. Bin nicht zu bunt, ist schön mythisch, auch irgendwo logisch. Warte mal, hat das jetzt über den Augenmoos, sah aus wie der Augenbraue. Okay, nee, das ist ein bisschen aus. Besser über den Augen. Guck mal, wenn man noch genauer hinguckt, violetten Augen leuchten ja ein bisschen und hat man so eine leichte Licht. Schattierung, so ein Lichteffekt auf dem Stein drauf. Mich jetzt mal interessieren, ob das gemalt ist. Oder ob das wirklich. Ich würde sagen, dass sie da hingemalt haben. Kann also mal ein bisschen. Fotomodus. Nee, muss ja. Nee? Muss ja sehen können. Okay, ist drauf gemalt, weil wenn das vielleicht auch die Augen zu hat, trotzdem. Auf jeden Fall nicht schlecht. Auf den ersten Blick sieht es echt aus, wenn die Augen wirklich strahlen, leuchten. Dass so ein Licht halt auf den Stein ist. Die hätten vielleicht noch, das ist so meine Vorlieben noch, wie beim Sony, vielleicht die Runen mal so aufleuchten lassen können. Das wäre auch so ein Bonuspunkt. Das wäre mega gewesen. Vielleicht leuchten die auch ganz schwach auf und man sieht es gerade nicht, wenn man da hinstarrt oder die leuchten halt ständig. Aber ich glaube, die leuchten ständig. Der jetzt nicht irgendwie, dass sie. Oder warte mal. Nein, auf dem Hintern leuchten die auf, Lele. Hintern leuchten die auf? Gerade waren die heller. Warte, wann kommt das wieder? Komm. Da, 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 wieder. Das ist wahrscheinlich, wenn du das Video noch anguckst. Auf dem Hintern haben die ab und zu mal so einen Impuls, dass die heller leuchten. Bei meinem. Oh, ich hab's bei mir auch gesehen. Das... Oder ich hab's mir eingebildet. Nee, das ist Tatsache so. Das ist wirklich so. Hatten so eine längere Zeit, dass die halt inaktiv sind, in Anführungszeichen, und dann leuchten sie mal kurz auf. Oh Mann, ich glaube, ich habe es auch gesehen. Ich kann auch nochmal zu dir gehen. Zeige ich jetzt nochmal ab. Vielleicht sieht man das auf dem Dunkeln sogar nochmal ein bisschen besser. Wenn die Ruhe da hast du. So. Da seht ihr, da leuchten die gerade stärker auf. Die ein bisschen schwächer. Wait for it. Da. Leuchten wieder stärker. Also Tatsache, guck mal. Das Ohr hat meine Gebete erhört. Schön, schön. Ja, es liegt jetzt an euch. Welches findet ihr besser? Kauft ihr euch überhaupt ein Erinis oder ein Petra? Oder wartet ihr lieber ab? Wie gesagt, ich werde auf meinem zweiten Account auch nochmal ein Kaufvideo zum Erinis machen, damit ich euch das ein bisschen vereinfachen kann. Ich bin mal gespannt auf eure Kommentare und ich würde sagen, wir sehen uns dann zu einem nächsten Star Stable Online Video wieder. Danke, Lele, dass du dabei gewesen warst. Bis. Gerne doch. Ciao, ciao, ihr Lieben. Tschüssi.